Der Sprinter 4x4. Ja, die Leute bleiben stehen, aber nicht nur, weil es ein Sprinter 4x4 ist. Ihr habt den auf Delta gestellt, auf BF Goodrich. Das ist schon fast ein Muss, muss man sagen. Sondern, weil ihr ihn foliert habt, mit natürlich einer Folierung, da würde ich jetzt nicht in jedes Land mit hinfahren, aber in Deutschland, in Europa geht's, oder? Auf alle Fälle, ja. So, da ist es. Er ist so schick, die Leute bleiben stehen. Das macht viel aus, die Folierung, oder? Ja, natürlich ein Eyecatcher. Sieht man nicht alle Tage, aber passt gut zu dem Fahrzeug, auch in dieser Kombination. So, ihr kommt aus Österreich? Genau, von Graz. Aus Graz? Ja. Okay, das ist ja interessant. Ich war mal in Steins, war ich mal im Freibad immer. Das sehr ist gut, ja. Ja, das ist bei uns in der Nähe, circa 20 Minuten. Das Problem waren immer, in Steins waren immer die Bremsen. Also das ist immer diese Mücken, die es dann da gibt, die einsetzen. Und das ist so hartnäckig da. Und da gibt es den Uhrenberg in Graz, also ganz tolle Sachen. Genau, in Schlossberg. Genau. Schlossberg, richtig. Genau, der Hausberg. Und ihr habt dunkles Bier. Und ich als Kind dachte immer, das wäre Malzbier. Und hatte dann als 7-Jähriger 2 dunkle Bier getrunken. Oh, ja, Gratulation. Es war auch so, dass meine Mutter musste mich nach Hause tragen. Bestimmt. Wenn du dich mal kurz vorstellst, du bist ja? Ja, ich bin der Chris Bickford von Essential Vans. So, und da steht er. Er ist da, ihr baut in Österreich, ist ja nicht gerade das billigste Produktionsland, muss man sagen, aber es geht. Ja, absolut. Wir haben das dahingehend gelöst. Wir haben einen Ausbausatz für den Sprinter gemacht, der hochgradig vorkonfektioniert ist. Das heißt, besteht aus Dämmung, den Paneelen, Airline-Schienen, Kabelbäumen, Elektrik, ist alles damit dabei. Und somit ist der Einbau in wenigen Tagen möglich. In wenigen Tagen? Ja, wir brauchen zu zweit, also Markus und ich brauchen zu zweit, circa 3 bis 4 Tage für den Grundausbau und dann kommen noch Standheizung oder Solarsysteme, je nach Kundenwunsch dazu. So, jetzt sind hier die ganz großen, dicken Backen drin, das heißt, ich bin Querschläfer hier, oder? Genau, optional kann man querschlafen oder auch längs schlafen. Beides ist mit dem Grundausbau oder mit dem Bettsystem möglich. Kommt immer darauf an, welche Fahrzeuglänge man wählt und was man alles im Fahrzeug unterbringen möchte. Ja, Problem ist das Kriegen von Sprinter 4x4. Moment, ich kriege jetzt einen nächste Woche, Mittwoch. Ja, sehr gut. Ja, der stand allerdings 5 Wochen in Holland, weil ein NOx-Sensor gefehlt hat. Ja, meine auch. Deine auch? Ja, genau. Den haben wir vorgestern bekommen. Ja, ich habe ihn auch vorgestern bekommen. Ja, genau. Du hast denselben bekommen. 319, 4x4, genau. Genau, exakt. Genau. Ich habe dasselbe Auto und du hast auch keinen NOx-Sensor gehabt. Genau, genau. Und haben wir jetzt auch 2 oder 3 Monate drauf gewartet. Jetzt freuen wir uns natürlich sehr auf das nächste Projekt. Man darf ihnen keinen Vorwurf machen, Mercedes, muss man sagen. Die Teile sind knapp. Ja, absolut. Aber umso größer die Freude. Wir waren froh, dass wir hier ein Kundenfahrzeug von uns ausstellen durften, nachdem unserer noch nicht fertig wurde rechtzeitig. Und ich habe lange gewartet. Also das ist jetzt ein Kabel gewesen, ein 4x4, 7 Meter Superhochdach. Ja. So, und das ist, der Sprinter ist ein ganz tolles Geländefahrzeug. Der hat schon das neue Getriebe? Der hat das Untersetzungsgetriebe, ist noch der obereigene Allrad und bekommt am Montag eine Hinterachssperre zusätzlich. Das geht? Ja, bei Raw Offroad. So, der ganz neue hat ja ein ganz neues Getriebe. Ich glaube, der ist, glaube ich, permanent, Allrad. Der hat die 4MATIC drinnen, wird geben mit 9-Gang-Automatik Getriebe. Und ist von der Logik und vom Konzept her eher so wie die 4MATIC, wird vielleicht nicht ganz so hoch dastehen, soll aber nach den ersten Berichten ausgezeichnet funktionieren. So, der wird seit wann gebaut, der neue? Er ist ab jetzt bestellbar, Lieferzeit wahrscheinlich ein halbes Jahr, laut ersten Angaben, aber ich habe nicht einmal noch von meinem Händler einen Preis bekommen für das neue Allradsystem. Ist bei dem hier, ist das jetzt zuschaltbar oder ist das permanent bei dem? Ist zuschaltbar und hat auch noch ein Untersetzungsgetriebe drinnen. Ja, eigentlich toll, oder? Für den Einsatz. Perfekt. So, jetzt sieht man hier, ihr habt einen der besten Ausbauten der Welt. Man muss wirklich sagen, der Sprinter ist gar nicht geeignet als Wohnmobil, weil er viel zu schmal ist. Aber ihr habt es geschafft, dadurch, dass ihr ein modulares Koffersystem entwickelt habt, das so genial ist, dass du es selbst verändern kannst, wie du es brauchst. Die Idee ist, dass das eigentlich Taschen sind, die in diesem Regal gehalten werden. Die kann man mit diesen 4 Tenax-Knöpfen ganz leicht entfernen, zu Hause packen und dann die fertig gepackte Tasche wieder im Fahrzeug einsetzen. Das Ganze ist natürlich auch super leicht, weil wirklich alles aus Aluminium ist. Wir verwenden Aluminium, Edelstahl und pulverbeschichtetes Blech für die Konsolen, die sieht man aber nicht, die sind sozusagen unter diesen Airline-Schienen verbaut und der Gesamtausbau hat ca. 150 Kilo. So, die Schienen, die waren nicht da drin, oder doch? Das war ein leerer Kasten, von dem wir weggebaut haben, ein leerer Kastenwagen. Am Boden verbauen wir das Schienensystem und das von der Firma Schnierle und haben die Möglichkeit, hier entweder Einzelsitze oder Schlafsitzbänke, wie wir es im drüberen Fahrzeug drinnen haben, einzubauen.
Bus, aus dem Busbereich kommen die meistens, oder? Ja, das heißt, genau. Sind Spezialsitze auf Airline-Schienen, ja. Die da sind, die Abstände werden dann gemacht. Kann man sowas selber machen oder macht ihr das? Das Bodenschienensystem muss von einem zertifizierten Partner eingebaut werden. Da sind genaue Einbauvorschriften einzuhalten. Den gesamten Rest, also den gesamten Grundausbau, ist sicher ein Selbstausbausatz. Also wenn man eine IKEA-Küche zusammenbauen kann oder Löcher bohren kann, dann kriegt man das hin. Wenn ich zwei linke Hände habe, so ja. Leute gibt es ja auch, könnt ihr das machen? Ja, auf alle Fälle. Entweder wir in Österreich oder wir haben in Deutschland drei Ausbaupartner, die das gerne auch für unsere Kunden übernehmen. So, ihr habt eine der schönsten Verdunklungssysteme gewählt auf dem ganzen Markt. Erklär ja. mir das mal. Ist das das aus Hamburg? Nee. Ja, genau. Project Camper, ausgezeichnetes System mit Magneten, sehr hochwertig gemacht. Und passt direkt, oder? Passt perfekt. Es dämmt, ja. Es fällt nicht auf. Genau. Eine super Lösung. Wir verstauen es in der Regel im Staufach über der Fahrerkabine, die man sich entweder auch von uns zusätzlich als Nachrüstteil oder ab Werk sozusagen bestellen kann. Es ist so perfekt. Man muss wirklich sagen, da haben sie was ganz Tolles gemacht, weil das ist natürlich jetzt auch Kälte. Man muss natürlich die Türen ein bisschen dämmen, wenn er kommt, oder? Genau. Das Fahrzeug ist ein Teil unseres Ausbausatzes, ist der Dämmsatz. Ist rundum mit 19 mm Armaflex gedämmt. Das sind ca. 90 Teile, die schon vorgeschnitten sind. Die sind vorgeschnitten? Genau, und braucht man nur wie ein Puzzle hineinbauen. Das kann sogar ich. Jetzt wollte ich was anderes sagen. Das heißt, hast du zufällig was da von dem Material, das Armaflex? Nee. Ja, das ist nicht man so sieht es nicht, das ist alles super eingebaut. Ja, es klebt wie die Pest, muss ja, man sagen. Genau. Wenn es mal klebt, dann klebt es. Das heißt, man muss alles aufmachen. Ist da auch eine Anleitung dabei, wie man Sachen öffnet? Ja, ist relativ einfach, kommt jemand drauf an. Wo man wegbaut, wo man von einem Fensterbus wegbaut oder von einem leeren Kasten, dann ist eigentlich eh schon alles sozusagen zugänglich und relativ schnell eingebaut. Bausatzpreis, was kostet sowas? Der Grundausbau, das bestehend aus dem Dämmsatz, den Paneelen, den Airline-Schienen, den ganzen Konsolen, Kabelbäumen rechts, links, LEDs und den Maxwell-Lüftern, den zwei Stück, ist bei ca. 12.000 Euro. Bettmodul kostet ca. 3.500 Euro und dann kann man das noch optional um Küchenblöcke, um Taschen, Regalsysteme und weiteres Zubehör auch von anderen Herstellern und Lieferanten ergänzen. Ja, genau. So, wenn jemand ein Bad haben will, was macht er? Wir haben Ausbaupartner, die dann je nach Wunsch fix eine Nasszelle noch zusätzlich einbauen können. Sonst gibt es die Möglichkeiten, mit Duschvorhängen zu arbeiten, so wie man hier sieht, auch mit dieser Wanne, also mit diesem Blech oben, in das man dann Duschvorhänge einhängen kann. Es gibt da unterschiedliche Lösungen, aber in der Regel lässt sich das alles gut realisieren. Wir haben bei dem Fahrzeug, das ist ein V6 4x4 Sprinter mit Delta-Fahrwerk, Höherlegung, Markise, Trittstufe, ein fahrfertiges Gewicht von 2,9 Tonnen. Mit Sprit? Mit Sprit. So, jetzt gehen wir mal kurz rein, schauen uns das mal an. Das ist jetzt im Kundengebrauch. Wie lange ist das auf der Straße schon? Wie bitte? Wie lange ist das schon auf der Straße, das Fahrzeug? Das ist 24.000 Kilometer, das ist jetzt einem halben Jahr auf der Straße. So, wenn du mal reingehst und das ist so genial gelöst. Das schwebt auch nicht, der Tisch. Sag mal. Weißt du, das sieht so irre aus. Ihr habt so viele geniale Lösungen hier eingebaut, die einfach sind, die aber voll im Trend der Zeit sind, oder? Ja, der Tisch ist entstanden aus einer Idee, dass wir vor unserer Abfahrt vom Urlaub damals draufgekommen sind, wir haben noch keinen. Und dann haben wir eine Platte hineingemacht und abgehängt, das hat sich bewährt. Und seitdem machen wir bei fast jedem Projekt eine ähnliche Tischlösung. Ja. So, das ist ja kein Seriensitz, oder? Der ist von der Firma Schelmann, nachträglich auf Kundenwunsch eingebaut worden, extrem hochwertig und passt perfekt. Liontron habt ihr eingebaut? Genau, wir bauen in fast jedes Fahrzeug eine Liontron-Batterie, zwischen 80 und 200 Amperestunden, je nach Kundenwunsch oder beziehungsweise je nach Nutzung des Fahrzeuges. Also wir stimmen das Elektriksystem genauso wie das Solarladesystem oder Ladebooster, die wir von Victron verbauen, genau auf die Anforderung des jeweiligen Kunden ab. Also Sachen, die ich überall kriege, dann kann ich die Batterien selber reparieren, das ist der Vorteil bei Liontron. Genau, funktioniert zuverlässig. Ja, ich kann auf Weltreise gehen mit dem, oder? Ja, absolut. So, komm, wir gehen mal rein. Denn ich habe richtig Stehhöhe in dem Auto. Die Blickachse ist komplett offen. Ich glaube, das lieben Leute, oder? Ja, und man hat auch viel Stauraum. Also ursprünglich haben wir das Konzept entwickelt, weil wir aufgrund unserer Hobbys und Sportarten eigentlich vier Vans bräuchten. Also Sportarten, was machst du? Downhill-Biken, Enduro-Fahren, Motorradfahren, Skifahren, Kitesurfen.
Alles klar. Und je nach Nutzung braucht man irgendwie einen anderen Van. Also wir bekommen hier locker zwei Motorräder rein und festgezurrt, können dann, wenn wir das Bett hochstellen, noch drüber schlafen, ja. Beziehungsweise können zu viert auf Reise gehen nach Dänemark, 3 Wochen mit dem ganzen Kitezeug. Kitezeug. Also ich war mal entsprechend in Mauritius, ja. Da ist gerade jemand gestorben beim Kiten, er ist übers Riff raus. Oh, ja. Was passiert? Schlecht. Ja, schlecht für ihn, aber man konnte ihn nicht mehr retten. Aber Kiten ist gar nicht so schwer, also man kann es in 2 Wochen lernen. Ne? Ja, 2 Wochen sieht sich aus, genau, genau. So, das hier ist so ein Modul? Das ist jetzt eigentlich auch kurzfristig entstanden. Das ist ein Boxenträger, wo so Frontrunner-Boxen gut hineinpassen. Da gibt es die Softboxen und es gibt die festen Boxen. Das wäre im Preis jetzt mit drin? Nein, das sind dann Zubehörteile, die man dann... Von Frontrunner? Von, also die, das Box, der Boxenhalter ist von uns. Ja. Die Boxen selbst sind von Frontrunner. Hier haben wir mal 2 von unseren Boxen zusammengeschraubt und ein Waschbecken hineingemacht. Das kleine Küchenmodul ist super leicht, kann man ganz leicht raus und rein bauen und das mit diesen Airline-Schienen befestigen. So, das ist ja normalerweise ein Truck. Das heißt, also in Deutschland habe ich die 1%-Regelung ja nicht, sondern ich habe nur Wohnung, Arbeit für die Versteuerung. Viele benutzen das so als LKW für die Arbeit. Und wenn es da mal in Urlaub geht oder sie wollen mal ein bisschen Reise machen, dann kann man ihn ruckzuck umbauen. Wenn man ein paar Sachen drin lässt, dann ist ja das Umbauen ruckzuck, oder? Ja, raus. Das Bettmodul hat ca. 12 Kilo. Ein Entwicklungs- oder Designkriterium war, dass es meine Frau selbst ein- und ausbauen kann und möchte. Das ist gelungen. Ist sie groß und schwer, deine Frau? Nein, ist 60, 65 Kilo maximal. Also eine, ich sag mal, normale Frau. Ja. Okay. So, dann ist hier eine riesen Kühlbox mit drin. Das ist natürlich optional, wie der Kunde will. Ja, genau. Kleine Kühlboxen, große. Die Einrichtung ist sehr flexibel. Man kann auch sozusagen das Fahrzeug nach unterschiedlichen Bedürfnissen unterschiedlich einrichten. Wir haben einen Kunden, der hat eine ganze Reihe von Taschen, die er je nach Sportart schon vorgepackt hat für Fischen und unterschiedliche Stoffvarianten. Das ist auch etwas Besonderes, was man vielleicht im Van-Bau selten findet. Ganz ein hochwertiger Stoff mit 90% Wollanteil. Ja, stimmt, es ist sehr, sehr, es hält gar nicht mehr hier drin. Ja, es ist extrem, extrem hochwertig. Auch die Platten, auf die wir verbauen, ist Mahagoni-Sperrholz. Und somit der ganze. Und es atmet auch, oder? Ein bisschen. Das heißt, nimmt die Feuchtigkeit auf. Diffusionsoffen. Aber wir haben an sich kein. Durch den Maxwell-Lüfter haben wir an sich kein Kondensatthema, auch wenn wir herinnen. Der ist auch ferngesteuert, extrem leise. Ja, genau, genau. Sag mal, wenn du mir die mal zeigst, so eine Tasche, wie die funktioniert. Das mal, weil das wollen die Leute mal gerne sehen. Das ist ein ganz mobiles System. Ja, wir haben jetzt hier ein Holzgestell drinnen, deswegen sind die Taschen jetzt im Moment nicht rausnehmbar. Ja. Aber an sich sonst brauchst du nur diese 4. Und jetzt veröffnen, zieht die Tasche raus, das packt sie zu Hause und wieder hinein. Das ist easy. Ganz einfach. So, und dann, wenn die raus ist, die Tasche, dann habe ich aber immer noch das Brett hier unter, oder dann kann das auch entfallen? Das ist egal und das kann ich aber entweder hochklappen oder ich kann es rausnehmen. Okay, das stört mich dann nicht mehr. Genau. Also wenn ich dann das Fahrzeug zum Transportieren nochmal brauche, fahr dann mal den großen Möbeleinkauf. Genau, entweder klappe ich das einfach hoch oder ich habe 2 Schrauben, dann ist das gesamte Regalsystem auch draußen. So, wenn du mal gerade, die Bettlänge nochmal? Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Mit demselben Bettmodul haben wir hier jetzt 1,97 m mal 1,40 m beim Querschlafen durch die Flares. Die Bettmodule lassen sich zwischen 1,40 m und 2 m sozusagen in der Länge verstellen. Das heißt, wir können mit diesem Bett, hier gibt es sozusagen Auszüge, da können wir sozusagen in Längsrichtung auf bis zu 2 Meter in 20 Zentimeter Schritten die Bettlänge verstellen. Da gibt es unterschiedlich große Einleger, die man zwischen den beiden Modulen platzieren kann. Ja, wenn du mir gerade mal zeigst, was drunter ist unter der Matratze? Ein Brett. Genau. So, da braucht auch nichts. Also das heißt, das Thema Lüften brauchen wir nicht. Haben wir bis jetzt noch nie irgendein Problem gehabt. Es gibt Holz auch Matratzen, auf. Ja, beziehungsweise es gibt auch Matratzen, die sozusagen innen belüftet sind. Aber du sagst, da gibt es kein Problem. Wir haben bis jetzt noch nie eins gehabt. So, da ist ein Fenster drin und Lüfter, das ist schon ein bisschen schwieriger, die Löcher reinzumachen, oder? An sich ganz einfach. Bei unserem Ausbausatz sind hier CNC-gefräste Holzrahmen dabei, ja, die am Fahrzeug referenziert sind. Dann zeichnet man ihnen an und kann genau mit diesem Strich entlang das mit einer Stichsäge oder mit einer Luftsäge aussägen. Das ist an sich auch keine Hexerei.
Na gut, du hast eben gesagt, wenn man so einen IKEA-Schrank zusammenbauen kann, kriegt man das hin, ja. Aber schon ein bisschen handwerkliches Geschick. Ja. Also wenn du jetzt praktisch die Verkleidung abbauen würdest an deinem neuen Sprinter, würdest da mit der Stichsäge mal ein Loch bohren, da gibt es ja einiges zu beachten. Man muss es ja auch wieder isolieren, muss es anschließend gegen Rost schützen, nehme ich an. Genau. Es sind, jedes Loch bei uns ist verzinkt mit so einem Zinkspray, beziehungsweise haben wir so einen Zinklack. Da legen wir sehr großen Wert drauf, dass wir hier auch die Vorgaben von der Daimler AG einhalten, was sozusagen den Einbau von Fahrzeugen oder den Umbau von Fahrzeugen anbelangt. Ja, man hat ja früher die Sprinter gesehen, die haben entsprechend gerostet. Das gibt es heute nicht mehr, die sind gut behandelt mittlerweile. Ja, ausgezeichnet, sind auch gewachst ab Werk. Wir empfehlen trotzdem für den harten Einsatz eine zusätzliche Hohlraumkonservierung. Wenn wir Fahrzeuge ausbauen, dann konservieren wir zusätzlich Preis, noch den Innenraum. Was kostet das? Der Ausbau bei uns kostet pauschal 6.000 Euro. Also wenn ihr das komplett macht, genau, Gebe ich das Auto ab. Das muss nicht der neue sein, kann auch ein älterer sein? Ab 2006, genau. Sprinter und Crafter geht bis 2016, also wo ja, Die beiden Modelle baugleich waren. Und, also ab 2006, genau. Die sind ja sehr ähnlich, muss man sagen. Ja. Also der neue, das war ja eigentlich nur ein großes Facelift, innen sind sie sehr ähnlich. Genau. Deswegen funktioniert auch der gleiche Ausbausatz. Aktuell lieferbar für L2H2, L2H1, L1H1. Wenn ich ein L3H3 habe? Dann ab Winter. Wir bauen jetzt an einem L4 und einem L3 aktuell. Cool. Der 7 Meter ist L4, oder? 7 Meter ist L3 und 47 ist dann L4. 47 war der ganz große. Ja, genau so ist es. Ja, cool. Also man muss nur einen Sprinter kriegen, oder? So ist es. Oder halt einen älteren. Ja, jetzt sagt man immer so, die Sechszylinder sind die einzigen, die man kaufen kann. Aber ich habe gehört, die Leute, die den fahren, merken gar nicht so den großen Unterschied. Der Sechszylinder, der 3-Liter Sechszylinder, dem weint man durchaus berechtigterweise eine Träne nach. Wir sind schon gespannt, wie die neuen Motoren sein werden. An sich, hier in diesem Fahrzeug haben wir einen 2,2 Liter 140 PS mit der Neuengangautomatik, einen Fronttriebler. Funktioniert ausgezeichnet. Eine Frage, was ist das hier für ein Blech, was hier drin ist? Für ein, das Grüne hier oben? Da kann man einen Duschvorhang einhängen. Ah, einen Duschvorhang. Genau. So, das Ganze ist hochflexibel durch die Airline-Systeme, gell? Genau. Je nachdem, was man möchte, kann man da unterschiedliche Systeme einbauen. Hier kommt auch eine Schnierle-Schlafbank normalerweise noch hinein, die ist jetzt für die Messe ausgebaut. Also, dass ich hier auch frühstücken kann und so? Ja, und man kann hier, zwei Leute können hier da längs schlafen und zwei da quer schlafen. Toll ist auch der Platz. Du hast das ganze Bett hast du und da kannst du dein Zeug reinmachen. Ja, ich habe schon eben von hinten gesehen, wie breit das ist. Das ist echt super. Hast du jemals überlegt, auf Drehreise zu gehen mit so einem Ding? Ja, warum nicht? Auf jeden Fall. Die Sitze sind auch so bequem. Sind bequem, gell? Das ist ein Riesenunterschied, der Sitz, oder? Der ist schon ein gut Stück besser als der Seriensitz, aber das ist wie der Kunde will, oder? Genau, nach Kundenwunsch. Wobei man sagen muss, die Seriensitze bei Mercedes ausgezeichnet sind. Ja, die halten auch ewig. Also die sind ja gebaut für, ich sag mal, den ganz rauen Alltag, DPD, UPS und Co., ja, die da rein raus hüpfen am Tag 100 Mal. Auch und Fahrkomfort, auch Langstreckenkomfort. Ja. Also schon ein tolles Auto, Mercedes. Ja. Wenn der NOx-Sensor nicht gewesen wäre, aber genau, das hat die hart, ich glaube, das hat die kalt erwischt, oder, mit dem NOx? Absolut, ja. So ist das. So. Ja. Das ist alles Zubehör. So, wir geben frei, könnt gerne rein. Sehr gerne. Schau mal gerade, die fährt automatisch rein, das ist gar nicht so easy, denn die soll ja nicht so hoch aufbauen, oder? Ja, die baut überhaupt nicht auf, die klappt wirklich flächendeckend unten an. Wow. Nochmal bitte. Nochmal. Voll schön. Nochmal. Ey, das könnte ich den ganzen Tag sehen. Ja. Die baut ja gar nicht auf. Baut überhaupt nicht auf, nein. So eine wunderschöne Lösung. Bauen wir bei fast allen 4x4 Fahrzeugen ein. So, und das ist die Steuerung, oder wo? Das ist unser Sicherungspanel mit Automatiksicherungen. Das heißt, sollte es irgendwann mal ein Problem geben, springt es raus und kann man aber sofort wieder reindrücken und braucht sozusagen keine Stecksicherungen. So, das ist ja mal eine schicke Sitzkonsole, das muss ich ja mal sagen. So, wir gucken uns mal ganz kurz nochmal den hier an, da habt ihr nämlich Sitze drin. Da haben wir Sitze drinnen und was bei dem auch besonders ist, wir haben von der Firma Jenert das High Performance Audiosystem drinnen. Also hat man wirklich mit digitalem Soundprozessor einen Klang wie in einem Konzertsaal. So, da werden wir ein extra Video zu machen. Das ist dein Fahrrad? Genau, ja. RockShox. Was ist das denn? Eine verstellbare RockShox. Ja, natürlich. Die drin ist. So. Ja, natürlich, ist ja klar. Ich sehe aber auch keinen Motor. Das heißt, du trittst noch, oder wie? Das ist ein Tretfahrrad, genau. Das ist ein Downhill. Man fährt ja nicht hoch, alles, oder? Also, alles. Sind 8 Fahrräder. Das ist 27,5, oder? Hm? Das ist 27,5?
Also es ist ein Makro sein Rad, aber ja. Es wird wahrscheinlich noch ein älteres sein, 26er. 26, weil der ist sehr klein, das Rad. Ich habe ja früher immer 26er, das heißt, das ist so Anfang der 2000er, oder? Ja, ja. Okay. Wir haben auch 29 und 27,5, die sich da hinten ausgehen beim Laden. Also wir fahren normal mit 4 Rädern, sind wir normal unterwegs. Du fährst kein Skateboard, oder? Ich nicht. Okay. Mein Sohn schon. Dein Sohn schon? Ja. Du hast einen Sohn, der ist wie alt? 12, heute. Ist der crazy? Ja, absolut. Ja, oder was? Heute 12 Jahre geworden. Heute? Ja, wie ist der Name von deinem Sohn? Benjamin. Benjamin, wenn ja, ihn mal lieb grüßen, Benjamin. Die Kamera. Alles Gute zum Geburtstag. Und der Papa ist hier. Genau. Aber geht nicht anders. Ja, oder? Geht nicht anders. Ja. 12 Jahre, das ist ein tolles Alter. Mein Sohn ist 9. Ja. Da hat man Riesenspaß. Der ist noch mit dabei auf Touren? Ja, und er ist auch voll Van begeistert. Also bei den letzten Messen war er auch dabei und hat die Fahrzeuge erklärt. Und hilft auch gerne das eine oder andere mal mit beim Bauen. Ja, aus Frankreich habt ihr was Schönes eingebaut, einen Wechselrichter. Genau. Der kann 3 kW oder was? 2,5 kW. Das reicht aber aus in Kombination mit der Liontron 200 Ampere-Stunden, dass man es auch mit Induktion kochen kann herinnen. Also wir haben in dem Fahrzeug kein Gas. Ist der laut? Nein, überhaupt nicht. Ja, hört man nicht. Ja. So, und hier sieht man die Sitze. Das ist jetzt ein Sitzhersteller. Wer baut die? Firma Schnierle. Das ist die S2 Schlafbank für 2 Personen und ist auch umgebaut zu einem Bett. Und hat den Vorteil, dass sie mit 60 Kilo auch zu zweit gut ein- und ausbaubar ist. Das ist aber jetzt für Fans, die gerne Mountainbike fahren und so. Also Schlafkomfort müsste man noch eine Matratze haben, oder? Einen Toppert, genau. Einen Toppert drüber und fertig. So, das nenne ich ja mal ein tolles Modul. Ja, von der Firma Apolit. Die bauen ganz flache Module für unterschiedliche Busse und Vans. Total hochwertig und sehr, sehr schön. So, das werden wir uns gleich mal angucken. Das ist jetzt ein anderer Ausbausatz, ein bisschen kleiner, ein bisschen günstiger, oder? An sich ist es, vom Preis her ist es etwas günstiger, weil weniger Material drinnen ist. Der Kostentreiber ist sozusagen dieser ganz hochwertige Stoff im Wesentlichen. Aber ist für den L1 und H1 vom Konzept her gleich. Auch hier mit den schwarzen Airline-Schienen, das ist unser dunkelster Stoff. Gut, die fallen gar nicht auf, die Schienen. Gut, es gibt ja auch Leute, die wollen Silber, geht das? Ja, genau. Silber ist möglich und wir haben drei Helligkeiten vom Stoff. Genau, wenn du mal gerade reingehst, weil man kann nicht stehen, oder? Man muss leicht bücken. Kommt auf die Körpergröße an. Nee, passt nicht. Aber die Leute, die sowas kaufen, haben ja den Vorteil, du fällst ja gar nicht auf mit so einem Teil. Also das sieht ja gar nicht zunächst aus wie ein Camper, oder? Ja, das Spannende an dem Fahrzeug ist, dass man ihn als Daily Driver nutzen kann. Es ist von der Länge her in etwa wie ein VW-Bus, aber durch die Höhe und durch die Breite hat man richtig viel Stauraum und kann zu viert drinnen schlafen. Ja, das sind die Erdanschienen. Das heißt also für Leute wie du optimal, oder? Genau. Du kriegst dein ganzes Zeug rein? Genau. Anhängelast ist noch gut? Alles ganz normal, genau. So, komm, wir gucken mal hinten rein. Auch hier habt ihr wieder Delta-Felgen drauf. Die Jungs sind schon gut, aber auch die kriegen ihren Erfolg zu spüren im Moment. Ja. Lieferzeiten, oder? Ja, wobei sie super engagiert sind und wir bis jetzt eigentlich immer gut beliefert wurden. Ab und zu dazwischen hat es mal eine Phase gegeben, da haben wir etwas länger warten müssen. Aber ich denke, dass das jetzt sich hoffentlich bald auch wieder einschwingen wird. Die Frontrunner-Box. So, und hier? Ladetrennebene eigentlich, die wir in diesem Modell als Bett verwenden. Im großen Modell kann man das als Zwischenebene einfügen. Alu oder was ist das? Alles Aluminium, hat 7 Kilo, ist super leicht. 7 Kilo? Nicht mehr? Nein, und wenn ich zum Beispiel mit dem Motorrad unterwegs bin oder das Motorrad führe, dann baue ich die aus, fahre mit dem Motorrad rein und lege die dann über den Sitz wieder drüber und habe die Möglichkeit, dass ich trotzdem drinnen schlafen kann. So, das ist ein Schwerlastauszug, das heißt, du kannst da rauffahren mit dem Motorrad? Nicht ganz, aber der ist für 250 Kilo. Zeig mal bitte. Und fährt die ganze Länge aus. Und fährt auf Kugellagern. Genau. Wow. Und hier trotzdem auch wieder die Airline-Schiene, wo man ganz einfach dann die Sachen fixieren kann. Ja, wenn man das hier sieht, 1.392 Euro, da werden jetzt wieder Leute schreiben, naja, kann ich ja selber bauen, ist ja und so weiter. Ja, kann man auch selber bauen. Die Kostentreiber sind natürlich die Schwerlastauszüge, die Kosten machen einen Großteil aus der Kosten und dann haben wir diese Aluminium-Konstruktion. Und du haftest auch dafür, muss man sagen. Also wenn das Ding jetzt die Traglast nicht aushält und nicht funktioniert, also ihr baut es ja selber ein, oder? Ja, wir bauen das auch ein, wir nutzen es auch selbst. Und Markus kommt aus der Fahrzeugsicherheit, war dort 15 Jahre Abteilungsleiter für Crashversuche, deswegen sind auch alle unsere Produkte ladungssicher. Gut dimensioniert. Das ist ja Ladung hier drin, das ist ja kein Wohnmobil, oder kann man es als Wohnmobil? System. Ja. Genau. Österreich ist wieder speziell, muss man sagen. Wenn man da die Fahrzeugart ändert, kostet immer Geld. Ja, Österreich ist sicher sehr speziell. Leider ist jetzt durch die Nova-Änderung die überall fällig. Das heißt,
dass wir die meisten Fahrzeuge jetzt aber dafür eben auch als Kombi typisieren bzw. als Wohnmobil typisieren können, weil die Nova ja eh schon beim Kauf zu bezahlen ist. Das ist krass, also das ist ganz besonders. Wenn du es mal kurz erklärst, also es gibt Typen von Fahrzeugen, wenn du zum Beispiel aus dem Pkw einen Lkw machst, kostet Geld. Umgekehrt, also wenn es ein Lkw ist und ich möchte daraus einen Pkw machen, dann war es früher so, dass ich die Nova zahlen musste. Ja. Jetzt ist die Nova immer fällig bei jedem Fahrzeug, auch bei den kleinen LKWs. Deswegen ist dann eigentlich der Einbau von Sitzen, dann nur mehr die Eintragungsgebühr zu bezahlen. Aber es ist schade, weil es sozusagen die Kastenwegen, vor allem die, die gewerblich genutzt werden, einfach um 15 bis 20 oder 25% in der Regel teurer macht. Kurze Frage, es soll demnächst der B-Führerschein auf 4,25 Tonnen sein. Hast du davon was gehört? Noch nichts gehört, aber ist uns eigentlich egal, weil wir mit 3,5 Tonnen locker auskommen. Und weil es ist alles nicht so schwer, was drin ist. Genau. Was ist das für Material? Alu? Aluminium, ja. Genau. Okay, das ist da. So, das seid ihr. Und ja, das ist begeisternd. Das heißt, Ausbausatz kostet hier ungefähr? Auch so um die 11.500 Euro. Das ist alles dabei. Das heißt, da sind alle Dämmmaterialien dabei, alles Bett, vorgeschnitten. Alle Nieten, alle Schrauben, alle Muttern, Dämmung. Bett nicht, die Ladeebenen. Also dieses System kostet um die 1.800 Euro mit den Schienen. Aber wenn ich das sehe, was solche 4x4 Sprinter kosten, wenn ich die ordentlich ausbaue und ihr macht das in wenigen Tagen, ja. Das heißt, wenn ich es nicht selber machen will, habt ihr ordentliche Preise, also ich sag mal zwischen 5.000 und 6.000 Euro macht ihr das fix und fertig. Ja. Wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock drauf, keine Zeit, genau. Hab das noch nie gemacht, ich bin kein guter Handwerker, so Leute gibt es. Entweder bei uns oder bei einem von unseren Ausbaupartnern, da haben wir im Moment 3 in Deutschland, sieht man auch, und die machen das ausgezeichnet. Und die sind auch in der Regel, dass sie dann Kundenanpassungen machen können, auch Holzmöbel einhängen können in das Schienensystem, Nasszellen zusätzlich einbauen. Also da gibt es dann alle Möglichkeiten. Man hat mit dem Grundausbau ein sehr hochwertiges System, von dem man wegarbeiten kann. Schick. So, ich habe noch eine Frage, wie ist das jetzt in Österreich mit dem Führerschein? Habt ihr nur ein B oder ist das danach alles LKW oder gibt es ein C1? Es gibt C1 und es gibt dann C2, ja. Aber mit dem B-Führerschein darf man in Österreich nur bis 3,5 Tonnen fahren. Ja, bei uns auch. Also es ist nur so, dass es alte Führerscheine gab. Genau. Gab es die auch bei euch? Nein, gab es nie. Gab es nie, also immer bis 3,5 Tonnen. Genau, das war dann immer C. Super. So, komm, wir zeigen es mal. Hast du schön gemacht. Die Folierung habt ihr selber gemacht? Die haben wir in Graz machen lassen, bei Folierung Graz AT. Und es ist sogar das Dach mit foliert worden. Ist so gut geworden? Super. So, Vorteil ist, du kannst natürlich Äste und so weiter stören, nicht direkt. Ja, man sieht dann leichte Gebrauchsspuren, aber der Vorteil einer Folie ist, die macht man, wenn es wirklich schier ist, macht man sie nach 3-4 Jahren wieder runter und macht sie neu. Und hat aber den Lack drunter und den Wert des Fahrzeuges damit auch geschützt. Ja, man sollte auch nach einer gewissen Zeit, soll man sie eh wieder abmachen. Ich glaube 5, 6, 7 Jahre halt nie. Ja, sollte. Also die ist mit 10 Jahren angegeben, aber in der Regel, ja, vielleicht 5, 6 Jahre wird sie sicher schön sein. Ostrahmen, da ist oben eine Lampe drauf. Genau, ist das, genau, da gibt es so ganz spezielle Vorschriften auch in Österreich, dass ja, man... Die ist nicht mitgeschalten, das ist extra zu schalten. Und damit ist es ein Arbeitsscheinwerfer. Gibt es auch eine Abdeckung dafür, wenn man unterwegs ist. Achso, die muss drauf sein, oder? Bin mir jetzt nicht einmal sicher, ob es Pflicht ist, aber es gibt da ganz so schöne Lightbars, Ostrahmenabdeckung. Es hat nämlich gestern jemand mich angeleuchtet von hinten. Da war der Wald auf einmal Sonne. War wirklich so. Wir hatten sie gestern eingeschalten, wie du wir gefahren sind. Okay. Sehr schön. So, dann sag nochmal den Namen von deiner Firma, Essential Vans. Ja, Essential Vans. In Graz. In Graz. Wenn man das so eingibt in Google, dann kommt man auf euch. Ja? Ganz sicher, ja. Die sind cool, die Österreicher, ne? Total. Ich war gerade eben ja auf dem polnischen Stand, der hat mir eine große Flasche Jack Daniels in die Hand gedrückt, ja. Der war so nett, ja, hat gemeint, der guckt meinen Kanal und hat sich bedankt. Was ist bei euch so eine Spezialität in Graz? Was wird gerne genommen? In Graz Kernöl. Kernöl? Ja, unbedingt. Ja. Da gibt es so eine Wurst, die, glaube ich, die man brüht mit so einem Senfart dabei, die Kreiner, kennst du das? Kreiner natürlich, ja. Ja. Das ist auch was Spezielles, oder? Ja, ist auch speziell. Gut, die kommen aber Kernöl rein. Ist wirklich ganz speziell für Steiermark und für die Region. Okay, ja. Man kann super wandern da, oder? Ja, wunderschön. Das ja. Ist so. Also man muss unbedingt mal da hinkommen, oder? Ja, Mountainbiken, Wandern, Thermenregion ist in der Nähe. Also in Skifahren geht alles. Worauf ich hinaus will, wenn Leute kommen, haben wirklich Interesse, die kommen auch, die haben die Möglichkeit mal zu euch zu kommen, habt ihr einen Showroom? Wir haben keinen Showroom, aber wir haben immer 2, 3 Fahrzeuge bei uns in der Werkstatt stehen. Also Leute kommen, reinkommen, die können sich mit euch unterhalten, ja, genau. Können sich das nochmal angucken, genau. Live. Genau, genau.
Du bist auch so nett normal wie jetzt hier. Ich bin der Chris. Der Chris. Chris Bickford. Der Chris kann gar nicht anders. Der fährt nochmal. Du fährst nochmal Kite, machst du? Was machst du noch? Kitesurfen, Skifahren natürlich, muss man als Österreicher Enduro fahren und Mountainbiken. Und Mountainbiken. Und das ganze Downhill machst du schon härter? Bisschen, ja. Bisschen. Tschüss, vielen Dank euch beiden. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.